Hallo Leute, ja, hier in diesem Video lege ich mich mit meinem Erlebnis mit euch auseinandersetzen, nicht, aber ich möchte euch einfach davon berichten. Jetzt möchte ich mich hier nicht stundenlang damit aufhalten, euch zu erzählen, wieso, weshalb. Für die, die es interessiert, ich hatte ein WPW-Syndrom. Moment, das heißt Wolf-Parkinson-Weiß-Syndrom. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe einfach zu viele Nerven im Herzen gehabt und dadurch ist es dann so gewesen, dass ich zwischendurch tachykard wurde, also mein Herz raste los. Da war mein Puls um 300 überhaupt kein Problem und dazu kam dann manchmal, nur nicht andauernd. Aber es kam ihm dann vor, auch dass mal dann Kammerflimmern angesagt war. Und dementsprechend war das so mal, dass man dann mal fast weg war. Ja, und an einmal kann ich mich eben sehr gut erinnern. Wie, wann, wo, ist auch egal. Es geht einfach um das Erlebnis sich jetzt, selbst jetzt. Wie fange ich an? Es ist schwierig, bestimmte Sachen echt in Worte zu fassen. Also, kann durchaus sein, dass ich dann hier in diesem Video einfach mal auch ein bisschen rumschneide, weil ich dann zu lange Pausen habe. Vielleicht, wo ich zu lange überlege. Und ich will euch ja nur nicht jetzt hier mit dem denkenden Gesicht langweilen. Also das Erlebnis selbst etwa einerseits so, dass ich gleich zu Anfang dieses Erlebnisses so habe ich es gefühlt. Man kann nicht sagen, so habe ich es gesagt bekommen oder so habe ich es erfahren oder so habe ich es gefühlt. Sollte eigentlich so die Einleitung sein, dass ich weiß, wie mein wirkliches Ende ist. Also das Gefühl war einfach so, dass es mich, ja, andere erzählen, sie gleiten in einen Tunnel oder so, konnte ich überhaupt nicht sagen. Bei mir war es einfach so, ich wurde richtig rausgerissen aus meinem Körper, das war wie so ein Reißen, hat mich einfach rausgerupft. Und auf jeden Fall saß ich im Flugzeug. Habe ich auch nicht verstanden, was da eigentlich war, aber ich saß dann in dem Flugzeug, hatte vor mir einen Aktenkoffer, ich habe einen Anzug getragen, ich auch im Flugzeug, ich habe Flugangst wie Sau, saß eben in diesem Flugzeug, klappte meinen Koffer auf und wollte irgendwas da rausholen und guckte aufs Fenster und sah eben, wie ein Triebwerk anfing zu schwinden. Und dann flog die Maschine eben schräg und ja, für mich war klar, das war's. Die Maschine rast jetzt und knallt ins Wasser. Was ich noch gesehen habe, war eben eine Brücke. Also nicht die Golden Gate, nicht, definitiv nicht. Sah ja von der Bauart ähnlich aus. Aber, keine Ahnung, ich kenne diese Gegend nicht. Also ich habe sie auch noch auf kein Bild gesehen oder so. Aber jedenfalls dieses einleitende Erlebnis war für mich so, wurde mir mitgeteilt quasi, so sieht dein Ende aus. Nicht vorher. Ja, und von da ab war dann wieder, dass ich wieder weggerissen wurde. Und da kam jetzt dann nicht ein Tunnel oder so. Also da kann ich nicht sagen, dass da ein Tunnel war. Kann mich jedenfalls nicht an diesen Tunnel erinnern. Sondern eigentlich nur an eine quasi Lichtexplosion. Also man muss sich vorstellen, dass man knallt in dieses Licht rein.
Es ist so absolut unbeschreiblich hell. Aber da blendet nichts. Und ja, wie soll man denn das erklären, dieses Licht? Hell ist falsch. Dieses Licht ist nicht nur Licht. Also wenn wir von Licht reden, dann reden wir von dem, was wir wahrnehmen über unsere Augen. Aber dieses Licht geht nicht nur in die Augen, dieses Licht durchstrahlt dich selbst. Dieses Licht ist ein Zustand, so ja. Ja, ein Zustand, dieses Licht ist ein Zustand. Und trotzdem erweint ein Licht. Es ist echt, naja. Ja, und als ich in dieses Licht eintauchte, das war auch dann, daher denke ich mal, sind so in einigen mythologischen Darstellungen, eben Himmel, Wolken etc., war es auch ein bisschen wie Wolken. Aber nicht vom Wolken in dem Sinne, wie man sie kennt, aus dem Himmel oder so. Vielleicht ein bisschen, ja, wie eine Nebelmaschine. Ja, wie eine Nebelmaschine, aber unendlich. Das ist das ganze Problem. Man kann diese Sachen teilweise, es gibt in unserer Sprache einfach keine Worte. Das ist genauso diese Sein. In dem Moment war ich, ich war überall, ich war, gibt es da ein Wort für? Ja, zu jeder Zeit, ich war überall, zu jeder Zeit, ewig, ich weiß nicht, wie ich jetzt anerklären soll. Also, und Wissen, Junge, ich sag euch, ihr knallt in dieses Wissen rein, es existieren keine Fragen mehr. Man braucht keine Fragen stellen. Ihr braucht keine Fragen stellen, weil bevor ihr die Frage stellt, habt ihr schon die Antwort. Ja, so würde ich es mal einfach sehen, ja. Ja, der Zustand an sich ist schon mal der Knaller. Und dann badet ihr in Liebe. Ich meine, jeder von euch war bestimmt schon mal verknallt. Und ihr kennt dieses Gefühl, wenn dann der Partner nicht da ist oder vielleicht auch so eine enttäuschte Liebe, dieses Schmerz im Herz quasi. Und das erfüllt euch insgesamt. Das Schlimme ist, wenn ich darüber rede, kommt schon fast wieder hoch und man kriegt schon fast ein Heulen wieder. Und das ist jetzt 22? Nee, 25 Jahre her. Ja, diese Liebe ist so gewaltig, so monströs, die zerspringt, die ist so, kann man gar nicht erklären. Also ich glaube, es gibt nichts auf dieser Welt, was man damit vergleichen kann. Also ich bin ganz ehrlich, ich rede darüber, ich bin jetzt 50 und ich war mal jung. Natürlich habe ich in meiner Jugend auch mal ein paar Sachen ausprobiert. Ich habe schon Koks gezogen als Jugendlicher oder junger Mensch. Und ich weiß, wovon ich rede, da sind schon mächtige Glücksgefühle und man fühlt sich schon, wow, kommt da nicht mal im Ansatz mit ran. Also es gibt nichts, was man damit vergleichen kann. Ja, und als ich in diesem Licht war, in dieser absoluten Liebe, in diesem Zustand des
Immerseins. Zeit existiert auch nicht, das ist der Witz. Es existiert keine Zeit. Alles ist jetzt. Ja, jetzt. Gestern ist jetzt, morgen ist jetzt, alles ist jetzt. Ja, und jedenfalls, wie gesagt, in diesem Licht kam aus diesem Licht nochmal quasi wie eine man kann es nicht in Worten fassen, kam ein, ich sage einfach Lichtwesen auf mich zu. Zu der Zeit war ich zum Beispiel gerade so voll auf dem Christentrip, aber da kam nicht irgendwie jemand auf mich zu, der sagte, hey, yo, yo, ich bin's Jesus oder so, überhaupt nicht. Es kam einfach nur die absolute Liebe auf mich zu und er sprach dann mit mir. Und da geht dann auch wieder los. Da drüben spricht man nicht. Da drüben spricht man in Form, in Farben, in Klängen. Es ist auch so, da drüben ist alles im Klang. Alles schwingt. Alles ist in Harmonie. Ja, und dann hat eben dieses Wesen in Licht, Gefühlen, ja, viel ist wohl Gefühle, in Licht, Gefühl, in Klängen, in Farben, hat er dann zu mir eben quasi ins Deutsch übersetzt gesagt, eben wollte dir nur zeigen, was dich erwartet. Durch deine ganzen Krankheiten und so hast du eben so viel Angst vor dem Sterben, dass er dich eigentlich daran hindert, dein Leben zu leben, quasi deinen Weg zu gehen. Und um dir eben die Angst zu nehmen, habe ich dich hierher geholt, um dir zu zeigen, was dich erwartet. Aber noch nicht jetzt. Ja. Und dann durfte ich noch ein bisschen so in meinem, in diesem Wissen rum, surfen quasi, konnte es leider nicht mitnehmen, weil mein Gefäß hier ist einfach zu klein. Alle Fragen waren ja beantwortet und ich war quasi auch da erstmal in diesem Punkt beruhigt und befriedigt. Ja, und dann meinte er, so, und jetzt musst du aber zurück. Und ich kann euch versichern, es ist ja sowas von Schmitten, wenn ihr zurückknallt in den Körper. Es ist so widerlich, so verdammt widerlich. Ihr kommt hier an, in dem Moment hätte mir jemand irgendwie eine Knarre gegeben, das wäre so okay, oh, boah, ich wäre hier nicht geblieben, ich wäre sofort zurück, weil Mann, es ist einfach so irgendwie, ne? Es ist der Knaller. Ja, und als ich dann hier war wieder, hatte ich auch ein Problem, dass man ist durch die Welt spaziert, blau war, naja, nicht mehr blau, war blass. Die schönsten Farben, die leuchtet, alles was leuchtete und wo man dachte, da ist Helligkeit, da ist, das strahlt dich an. Das war alles so blass, so dürftig, so ein Widerschein. Als ob das hier alle, dieses Sein, nur so ein Schatten von denen da drüben ist. Als ob wir hier im Schatten leben. Ja, so kann man sagen. Wir leben hier in einem absolut hässlichen Schatten. Und es war echt schwierig, damit klarzukommen. Tja, irgendwie ist man natürlich im Laufe der Zeit, hat man sich dann da wieder mit arrangiert, das hat auch noch ein paar Wochen angehalten. Und natürlich ist es jetzt auch so, dass man im Laufe der Jahre dann manchmal denkt, hey, war das Fantasie, war das ein Traum, was hast du da eigentlich erlebt? Tja, dann habe ich mich jetzt wieder ein bisschen damit beschäftigt,
habe mal wieder nach Berichten geguckt, wollte wissen, ob vielleicht andere, wie ihr sagt, auch mal so ein Video hochladen, um mal zu gucken, hey, was habt ihr empfunden? Aber traut sich anscheinend keiner. Also was schön ist jetzt, wo ich ja gerade über dieses Medium hier mit euch rede und euch das erzähle, kommt es gerade wieder hoch, es ist wieder da und es ist okay. Mit Neal, gut, hast du eben die Krankheit, hast die Krankheit, hast die Krankheit, bist eben ein Krüppel und das ist halt so unwichtig. Diese ganze Schuften, Puckeln, diese Hetzen, ist alles so unwichtig. Kinder, das ist alles so unwichtig. Wichtig ist nur eins. Mit allem im Einklang zu sein, mit allem sich zu verstehen. Verständnis für den Baum zu haben und zu sagen, hey Baum, ja okay, ich muss deinen Ast zwar beschneiden, aber ich mache das im Winter, wenn du schläfst. Und nicht jetzt einfach sinnlos, weil mir das gerade so im Kopf kommt. Zu verstehen, dieses Gefühl für jede Kreatur zu haben, dieses Zickzacklaufen, hüpfen, springen, weil man über Schnecken und Ameisen hinwegläuft. Dieses, warum soll ich dich jetzt töten? Ich hole ein Glas, okay, Hummel, okay, Biene, okay, Wespe, auch wenn du mich stechen könntest und ich dich deswegen eigentlich nicht wirklich leiden kann. Ich lasse dich wieder frei. Ja, gehört jetzt eigentlich nicht mehr zu dem Thema, aber irgendwie, das ist das, was man so fühlt. Für mich sind durch diese Sache ganz andere Sachen wichtig geworden. Für mich ist es einfach schön, einfach nur auf der Wiese zu sitzen, mit den Elementen zu leben, zu schwingen, mit dem Wind, den zu fühlen. Ja, das kann man nicht erklären. Das ist, ja, die Prioritäten ändern sich. Alles ist wichtig, ist wirklich nur das, mit allem sich zu verstehen, in Liebe. Ich habe lange überlegt, wie gesagt, ob ich darüber rede, weil in unserer verrückten Welt ist es ja leider so, wenn du über Liebe redest oder sowas, ist es ja so, dass der, oh, guck mal, der esoterische Spinner. Ich meine, sind wir mal realistisch. Sag mal du jetzt gerade. Ja, genau du. Du als Mann. Du hast einen Freund, einen richtig guten Kumpel, wo du spürst in deinem Herzen, Mann, ich hab den echt gerne. Was passiert in deinem bekloppten Kopf? Bin ich schwul? Nee, natürlich bist du nicht. Guck dir die Griechen an, die sind schlau. Mal abgesehen davon, dass das also, dass wir da in der Vergangenheit ein bisschen anders waren teilweise, aber die haben nicht nur ein Wort für Liebe. Also die haben die Liebe zu Freunden, zur Familie, zu deiner Frau, zu deinen Kindern. Das ist ja nicht alles das Gleiche. Ich glaube, die Menschen müssen sich einfach mehr wieder bewusst werden, was Liebe eigentlich heißt. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ich lasse das jetzt einfach mal so hier stehen. Ja, ich wollte euch das einfach mal erzählen, dieses Erlebnis. So, für Leute, die jetzt der Meinung sind, oh, das war ein Restimpuls des Hirns. Ist doch gut. Leb du in deiner Welt. Leb in deiner Vergänglichkeit. Freu dich schon mal auf die Würmer. Und sei zufrieden, dass du ja nie wieder was spüren wirst, weil du wirst ja nicht mehr da sein. Und lass uns doch einfach die, aus deiner Sicht, Illusion, dass es nicht nur Hormone sind. Ja. Gut, Leute. Ja, ich glaube, das war richtig. Ich fühle mich gerade gut, dass ich euch das erzählt habe. Ich gucke es mir jetzt an, ob ich jetzt so stehen lassen kann oder ob ihr was mit diesem Stammel anfangen könnt. Ja, und sag einfach dann hier erstmal bis zum nächsten Video. Ja, die nächsten Videos werden sich mit so ein paar Sachen beschäftigen, eben wie, werdet ihr ja sehen. Gut.
Und jetzt sage ich's in Liebe. Ihr habt euch wohl.